So, du kennst sicher das hier, das ist saugeil, aber leider wird es nicht mehr hergestellt und ist sehr teuer und schwer zu bekommen. Oh je, Butte. Aber angeblich soll das hier ein Dupe sein oder in diese Richtung gehen und auf jeden Fall viel günstiger sein. Und naja, ich teste das jetzt. Ich habe hier in der Hand Altamir von Lapidus. Was ist denn das schon wieder? Und das soll eine Alternative sein oder ein Plan B sein oder eine Option oder ein Dupe für Jean-Paul Gaultier 2. Ich habe meine Flasche auf eBay gefunden, Secondhand, für 25 Euro. Geld ist gut, Geld ist geil. Boah, das wäre jetzt urgeil, wenn das so riecht wie Jean-Paul Gaultier 2. Ja. Ist halt... Nee, das ist kein Ersatz, Leute. Das hier ist so reichhaltig, so rich, so tief, so konzentriert, so rund, so... Und das hier ist ein laues Lüftchen.